Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. In dieser Folge geht's mal wieder um Felsen. Die lassen sich bekanntlich schnell und einfach aus Hartschaum bauen. Und mit etwas Spachtelmasse kann man dann auch noch ganz leicht für eine ansprechende Struktur sorgen. Darüber hinaus lassen sich Felsen fürs Tabletop-Hobby auch aus einem völlig anderen Rohstoff herstellen, nämlich aus Baumrinde und vertrocknetem Holz. Hierzu müsst ihr in der Natur einfach nur mal die Augen offen halten und an abgestorbenen oder gefällten Bäumen die Rinde auflesen. Oder ihr schaut euch im Gartenbedarf nach Rindenmulch um oder im Zoobedarf nach Naturkork. In jedem Fall solltet ihr niemals einen gesunden Baum seiner Rinde berauben. Der braucht die schließlich noch. Ist die Rinde einige Wochen lang hundertprozentig durchgetrocknet und frei von Insekten, könnt ihr sie mit einer Säge passend für euer Projekt zurechtschneiden. Klebt die Stücke dann zum Beispiel mit Holzleim auf einen Hartschaumkern auf und füllt die Zwischenräume mit dickflüssiger Spachtelmasse auf. Ist das erledigt und gut durchgetrocknet, wird grundiert. Nehmt ein dunkles Grau mit ordentlich Holzleim zum Versiegeln und noch etwas Wasser. Die Grundierung kann ruhig etwas dünnflüssiger sein, damit die natürlichen Farben der Rinde später noch etwas hindurchschimmern. Nehmt dann noch ein Schwarz mit etwas von der grauen Grundierung zur Hand, das in die nasse Grundierung getupft wird, um einen organischen Farbverlauf zu erzeugen. Das muss anschließend natürlich richtig gut durchtrocknen. Ihr seht, die Grundfarbe sieht bereits viel interessanter aus als bei einer einfarbigen Grundierung mit zum Beispiel Grau oder Schwarz. Mischt nun aus der Grundfarbe und einem hellen Grau die erste Trockenbürstfarbe zurecht und arbeitet dann die Strukturen heraus. Wiederholt diesen Schritt mit dem hellen Grau und je nach Geschmack noch mit einem reinen Weiß. Arbeitet hierbei schön ungleichmäßig und chaotisch, denn Felsen sind in der Natur niemals einheitlich gefärbt. Mit einem grünen und oder braunen Wash könnt ihr dann noch für optische Abwechslung sorgen. Also, es muss nicht immer Hartschaum sein. Auch kostenlose und natürliche Rohstoffe lassen sich prima zu Tabletop-Felsen verarbeiten. In diesem Sinne, viel Spaß beim Spazierengehen und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!